Totilas, der Hengst aus dem Jahrgang 2000. Der jetzt 17-jährige Sohn des Gribaldi, Glendale, Akteur. Bestes Dressurpferd aller Zeiten, dreifacher Weltmeister und dreifacher Weltrekordhalter. Der schon zu Lebzeiten legendäre Totilas führte den Dressursport zu einer neuen und bis dahin ungekannten Popularität. So hat er allein drei Weltrekorde aufgestellt, die er immer wieder selbst brach. In nur 2 Jahren holte dieser Ausnahmehengst unter Edward Gahl alle verfügbaren Titel, holte 2-mal Einzelgold und 1-mal Teamgold auf der Weltmeisterschaft 2010, wurde Einzel- und Team-Europameister in Windsor, Weltcupsieger 2010 und war 2011 bestes Pferd unter Matthias Alexander Rath im deutschen Silberteam. Silber gab es auch 2012 in der deutschen Meisterschaft, jeweils im Grand Prix Spezial und Kür. Auch züchterisch setzte Totilas vom Fleck weg immer wieder Bestmarken. 2012 stellte er das teuerste Fohlen aller Zeiten, Total Recall, mit Zuschlagspreis von 200.000 Euro auf der Fohlenauktion in Vechta. 105.000 Euro kostete Total Ideal auf der Oldenburger Summer Mixed Sales. 90.000 Euro erzielte Tout Le Monde auf der Oldenburger Elite Fohlenauktion 2011. Inzwischen wurden 20 Söhne gekürt. Die Nachkommen sind charakterstark und hoch veranlagt für den Dressursport. Sie überzeugen durch vorzügliche Rittigkeit und waren inzwischen sehr erfolgreich in Basis- und Aufbauprüfungen. Totilas, zu Lebzeiten legendär. Ja, hier nochmal ein Rückblick auf Totilas und seine grandiose Karriere. Wir sehen ihn in Aachen, in der Aachener Söhrs, unter Matthias Alexander Rath. Jetzt in seiner Paradelektion, die Passage Piaf Tour, da hat sich, glaube ich, jeder Zuschauer immer darauf gefreut, Totilas einmal piafieren zu sehen. Oder vielleicht auch am liebsten einmal zu reiten in der Piaf. Sicherlich ist und bleibt er ein Ausnahmehengst, ein Hengst, um den sehr viele Geschichten existieren, aber froh sind wir, dass dieser Hengst jetzt auch der Züchterschaft schon seit einigen Jahren zur Verfügung steht. Denn sein tolles Potenzial sollte natürlich auch für uns in der Zucht und nachher in der Reitpferdeszene erhalten bleiben durch gute Nachkommen. Ob Trab oder Galopp, an seinen Grundgangarten wie auch dem Schritt ist ja nichts auszusetzen und ausgebildet ist er hervorragend in jeder Lektion. Bietet er Highlights, zum Beispiel hier in den Einerwechseln, wunderbar geschmeidig und gleichmäßig durchgesprungen. Einfach ein Hengst, der immer mitmachen möchte, das hat er unter Edward Gahl genauso wie unter Matthias gezeigt. Total US is van Totilas, moeder is van Sir Donnerhal, de Fox bij gestuurd Lewits en Steinfeld en geregistreerd bij Joop van Uytert en Paul Schokkemeulen. Seine Vererbungskraft hat er ganz klar schon bewiesen, denn auf dem Championat in Holland sind bei den 5-Jährigen, also aus seinem ersten Jahrgang,
der erste und der dritte Platz belegt worden und aus seinem zweiten Jahrgang hat er sogar im holländischen Championat den ersten und zweiten Platz belegt. Also dichter und besser ging es eigentlich gar nicht, zu beweisen, dass auch seine Nachkommen sein Potenzial mitbekommen haben.